Ja, moin Leute, willkommen zurück auf meinem Kanal zu einem weiteren Apex Legends Season 10 News Update. Der erste Patch in Season 10 ist draußen, der so ein bisschen was korrigieren soll. Zum einen Punkt 1, die Prowler hat einen Nerf bekommen, der mag erstmal relativ schmal ausfallen, hat aber im Endeffekt eventuell eine größere Wirkung, als man glauben mag, zumindest wenn man vielleicht aimtechnisch nicht so ganz on point ist. Dann reden wir über den kommenden Zier-Nerf noch einmal, der ist nämlich diesmal nicht dabei, der kommt aber schon nächste Woche und was wahrscheinlich sein kann, was wir noch an Nerfs bei Zier erwarten können. Und nebenbei bemerkt, natürlich haben wir jetzt eine Woche Season 10. Ihr könnt gerne mal in den Kommentaren euch willkommen fühlen, euch auszulassen. Wie findet ihr Season 10 bis jetzt? Egal, ob es um die Waffe, um die neue Legende geht oder auch jetzt aktuell. Seit heute 19 Uhr, eine Woche später, haben wir endlich alle drei Maps in der Map-Rotation und Kings Canyon fühlt sich wirklich wieder extrem geil an, jetzt nach 3 Monaten, wo diese Map endlich wieder zurück ist. Also, 3er-Map-Rotation, wer das nicht weiß, und es scheint so zu sein, dass wir alle 90 Minuten diese Rotation haben. Heute war es so: World's Edge, Kings Canyon, dann Olympus und dann wieder World's Edge. So ist es jetzt aktuell. Wir gehen jetzt erstmal auf den Prowler Nerf ein und ich zeige euch gleich noch auf dem Trainingsgelände, was das ausmacht. Wir machen einfach mit der Reihenfolge. Also der Seer Nerf ist jetzt in diesem Patch aktuell noch nicht dabei. Der soll aber nächste Woche kommen. Und Hauptding soll erstmal sein, dass der Flash-Effekt aus der taktischen entfernt wird und noch einige Balance Änderungen an dieser Legende. Da gehe ich aber davon aus, dass wahrscheinlich einfach die Cooldown oder vielleicht der Schaden für die taktische ein bisschen reduziert wird und so weiter. Das ist das, was Apex News eventuell vermutet, was hinter dem Nerf oder vielleicht zukünftigen Nerfs noch stecken könnte. Zum einen kein Blitz, beziehungsweise der Bang-Effekt, der verschwindet sowieso. Der Schadenseffekt der taktischen Durchwender. Das wäre vielleicht ganz schlau, wenn wir jemanden mit der taktischen Frontal treffen, sodass wir ihn sehen, dass man vielleicht dann Damage kriegt. Das wäre noch geil, aber das ist dann vielleicht nicht Durchwender. Das Tracken von 8 Sekunden reduziert wird, vielleicht auf 5, könnte ich mir vorstellen, dass das tatsächlich noch kommt, weil 8 Sekunden wirklich eine echt heftige Sache ist. Und vielleicht sogar die Reduzierung der Reichweite der Passiven. Das könnte vielleicht noch kommen. Die taktische finde ich von der Reichweite eigentlich völlig okay. Könnt ihr ja gerne mal auch in die Kommentare schreiben, wie würdet ihr es hier, wenn ihr ihn denn vielleicht ein bisschen zu krass findet, wie würdet ihr ihn vielleicht balancen, nerven, buffen, was auch immer, das, was euch einfällt. Da ist der Fantasie wahrscheinlich ist auf jeden Fall freien Lauf gesetzt. Jetzt fangen wir mit dem Prowler Nerf an oder schließen das Video fast schon mit dem Prowler Nerf ab. Die Prowler, da wurde der Grundschaden von 15 Schaden pro Kugel auf 14 reduziert. Das klingt mega wenig, aber ich zeige euch gleich auf der Firing Range, warum das gar nicht so verkehrt ist und vielleicht nicht zu viel, aber auch nicht zu wenig ist. Die Elster, die Bewegungsgeschwindigkeit im Aim ist langsamer, das heißt, wir können langsamer nur hin und her strafen. Logischerweise, wie ich eigentlich finde, weil es ist eine LMG und keine SMG oder sonst irgendwas. Dann gibt es einen Fix auf der Map bei dem neuen Spot Klimatizer. Ich habe aber keine Ahnung, was genau dieser Patch jetzt bewirkt an dieser Stelle. Und dann haben sich die Preise in der Arena für Prowler und Elster noch ein wenig verändert. Ich glaube, die Waffen sind beide ein bisschen teurer geworden. Preise weiß ich nicht genau, aber ich glaube um 100 entweder erhöht oder reduziert bei einem der beiden Waffen. Und jetzt gehen wir mal ganz, ganz kurz ins Trainingsgelände. Wie gesagt, es klingt nicht mega viel, dieser Nerf, aber im Endeffekt ist es so, wenn du die ersten beiden Bursts triffst, bevor der Patch war und du auf einen Gegner mit einem weißen Buddy gestoßen bist, dann hättest du den faktisch jetzt mit 2 Bursts down. Das heißt, wir haben pro Kugel 1 Schaden weniger, 1 Burst sind 5 Schuss, das heißt 2 Bursts sind 10 Schuss und es sind 10 HP weniger. Das heißt, er hat jetzt 140 statt 150 Damage kassiert und der Dummy oder der Gegner wäre normalerweise jetzt down. Das heißt, im Endeffekt, wir brauchen mindestens auf einen Gegner, der ein weißes Body hat, mindestens 3 Bursts, wenn alle Schüsse sitzen. Und das kann schon ordentlich was ausmachen. Das klingt im Endeffekt jetzt nicht mega toll, aber so schlecht finde ich es nicht. Auch hier gerne mal in die Kommentare. Denkt ihr, das ist noch zu wenig oder ist es genau richtig? Oder habt ihr vielleicht gedacht, das ist gar nicht notwendig gewesen? Wobei ich schon meiner Meinung nach finde,
dass die Prowler doch ein bisschen zu heftig ist. Ladies and Gentlemen, das war's schon wieder mit meinem News-Update. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag, viel Spaß weiter in der neuen Season und vor allen Dingen endlich wieder auf Kings Canyon. Daumen da lassen, Abo da lassen, wenn ihr neu seid, wenn ihr rund um Apex Legends nichts verpassen wollt. Das war's von mir, haut rein, ciao.